Immer mehr Menschen in Deutschland träumen davon, auszuwandern. Dem Winter den Rücken kehren. Da wohnen, wo meist die Sonne scheint. Teneriffa, die größte Insel der Kanaren, steht auf der Wunschliste ganz oben. Die Menschen hier auf der Insel sind sehr offen, sind sehr herzlich. Doch zu Füßen des Vulkan Teide läuft nicht immer alles rund. Die Sonneninsel hat auch Schattenseiten. Es ist nicht immer alles ganz so sicher. Wir hatten halt hier jetzt lange Zeit eine Krise. Fast jeder Dritte auf Teneriffa ist arbeitslos. Wenn man hier in Not gerät, steht man ziemlich alleine da. Davon bekommen die jährlich mehr als 5 Millionen Urlauber natürlich wenig mit. Teneriffa zählt zu den attraktivsten und beliebtesten Urlaubszielen. Wer sich traut, mit dem Paraglider über die Kanareninsel zu schweben, versteht am schnellsten warum. Auf der einen Seite bieten bizarre Vulkanlandschaften ein attraktives Wanderrevier. Auf der anderen locken schwarze Sandstrände. Doch Urlaub machen oder hier richtig leben sind zwei unterschiedliche Sachen. Die beiden Hamburger Judith Eschweiler-Krisch und Rudolf Krisch sind nach Teneriffa geflogen, um herauszufinden, was sie bedenken müssen, bevor sie auf die Sonneninsel umziehen. Hallo, ich bin Judith. Wir sind hier auf Teneriffa und testen das Leben. Ich bin der Rudolf und wir werden in ein paar Jahren in Ruhestand gehen und wollen in einer warmen Region leben. Betrachten hier jetzt mal den Unterschied als Tourist oder als derjenige, der hier lebt. Wir checken die Insel. Beide leiden unter schweren Rückenbeschwerden. Judith ist phasenweise auf den Rollstuhl angewiesen. Wärme tut da gut und lindert die Schmerzen. In ihrer Situation ist es ihr wichtig, dass sie hier in Puerto de la Cruz öffentliche Busse nutzen kann. Wie schnell findet man sich ohne Spanischkenntnisse im öffentlichen Nahverkehr zurecht? Und wie gut sind die einzelnen Ortschaften miteinander verknüpft? Der Busfahrplan ist eine erste Herausforderung. Ich finde es schade, dass wir das nicht auf Englisch oder auch auf Deutsch stehen haben, weil hier viel Deutsch ist. Und das alles auf Spanisch und dass wir ohne Spanischkenntnisse Bus fahren, doch als sehr schwierig ansehen. Also ein bisschen Spanisch muss man können, um da durchzusteigen. Rudolf spricht etwas Spanisch, gerade genug, um den richtigen Bus zu erwischen. Der bringt sie jetzt in das 10 Kilometer entfernte La Orotava, oberhalb von Puerto de la Cruz. Mehr als 80% der hierher ausgewanderten Deutschen leben im nördlichen Teil Teneriffas. Hier ist das Klima ausgeglichen und die Insel ist grün. Der Süden dagegen ist gerade in den Sommermonaten sehr heiß, braun und trocken. La Orotava zählt zu den schönsten Orten der Insel, auch deshalb, weil es vom Massentourismus verschont blieb. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Es ist sehr steil, hier hochzukommen. Busstationen, wie wir es in Deutschland kennen, so alle paar Meter, gibt es hier nicht. Hier gibt es nur eine zentrale Busstation und von da aus muss man halt zu Fuß weiter. Der Preis war sensationell, für 2 Personen 2,90 Euro. Unschlagbar, dafür fahre ich in Hamburg nicht mal mit einer Person. Wer dauerhaft auf Teneriffa wohnen will, sollte auch die Orte jenseits des Tourismus in Betracht ziehen. Allerdings nur, wer gut zu Fuß ist. Denn die meisten Orte auf Teneriffa sind am Hang gebaut. Das heißt, immer wieder Treppen steigen. Aber am Ende lockt ein toller Ausblick. Hier kann man leben. Judith gefällt La Orotava. Sie genießt mit ihrem Mann den Stadtpark und das Panorama. Die Tour macht hungrig. Und das Angebot an deutscher Küche wollten die beiden ohnehin unter die Lupe nehmen. Wer lange hier lebt, will ab und zu etwas auf dem Teller haben, was an das Essen zu Hause erinnert. Die Karte verspricht viel. Rudolf ist skeptisch. Oh la la. Deutsche Hausmannskost auf einem Brett serviert. Fast alles kommt aus der Mikrowelle.
Fleisch und Wurst sind aufgewärmt und die Beilagen offensichtlich aus der Packung. Judith und Rolf spülen das deutsche Essen mit selbstgebrautem hinunter. Nur das Bier wäre ein Grund, wiederzukommen. War das ein Einzelfall? Oder sollte man von deutschem Essen auf Teneriffa eher die Finger lassen? Die beiden machen am nächsten Mittag Stopp an einer Imbissbude. Und hier wird sogar ein deutscher Weihnachtsklassiker bei 20 Grad serviert. Ente mit Klößen und Blaukraut. Rudolf bestellt lieber Currywurst mit Pommes. Doch schon nach wenigen Bissen ist das Ergebnis eindeutig. Wenn ich das mit dem deutschen Essen jetzt zusammenfasse, dann den gestrigen und den heutigen Tag, dann bleibt für mich das Resümee, das lassen wir lieber. Gestern hatten wir ein Gericht bekommen, das innerhalb von 8 Minuten fertig war. Also die Kellnerin war dort, wie auch hier, super nett. Die geben sich alle so viel Mühe und sind so lieb. Ich wollte niemanden düpieren. Aber ehrlich gesagt, ich fand das absolut nicht überzeugend. Das waren aufgewärmte Speisen, denke ich mal. Und ähnlich ist es hier mit der Wurst. Geschmacklich ist das nicht der Bringer. Das heißt, vom deutschen Essen würde ich hier absehen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das kommt mir so vor wie Touristenabzocke. Wer sich nach deutschem Essen sehnt, sollte in Erwägung ziehen, selber zu kochen. Hola. Kein Problem. Deutsche Metzger wie Markus Werner gibt es. Er hat fränkische Wursttradition auf die Insel gebracht. Und nach einigen Anfangsschwierigkeiten hat er Erfolg damit. Sogar Hotelköche kaufen regelmäßig bei ihm ein. Zwei bitte. Das reicht, oder? Mittlerweile hat der gebürtige Franke mehr als 20 Mitarbeiter. Doch der Start in einem fremden Land war holprig. Es läuft ganz gut, aber man muss halt immer vorsichtig sein, auch mit den Bezahlungen an Hotels und so weiter. Das geht alles über einen langen Zeitraum. Teilweise wird erst nach 3 Monaten bezahlt und so weiter. Also daran musste ich mich erst gewöhnen, weil das ist harter Stoff. Wenn Ihnen ein Hotel oder ein Gastronom zumacht, dann bleiben Sie auf Ihrem Geld sitzen. Ne? Gerade wer hier nicht nur leben, sondern auch arbeiten will, muss mit der spanischen Bürokratie fertig werden. Und die Uhren ticken auf Teneriffa auch anders. Ja, was mir auch sehr aufgefallen ist und was ich fast unterschätzt habe, war eigentlich die Tatsache, dass hier auf den Behörden, also wenn man hier Deutscher ist und die Sprache nicht beherrscht, es schon schwer ist. Man ist hier halt der Ausländer, ne? Und wenn man... Mein Vorgänger hat immer zu mir gesagt, schick, wenn du was von einem Kanario willst, schick einen Kanario hin. Anders funktioniert das nicht. Und so ist es auch. Diese Probleme haben aber auch Einwanderer, die hier nur als Rentner leben wollen. Urlaubsfeeling, Sonne, Strand und Meer ist die eine Seite. Das tägliche Leben auf der Insel die andere. Teneriffa liegt weit weg vom Mutterland Spanien. Obwohl Afrika viel näher ist, gehören die Kanaren zur Europäischen Union. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit sind die Deutschen gern gesehene Urlauber, die Geld mitbringen. Doch wer hier arbeiten will, wird zum Konkurrenten. Das Wochenblatt ist die Kommunikationsplattform auf der Insel. Seit mehr als 30 Jahren schreiben hier Deutsche für Deutsche, auch über die Alltagsprobleme der Auswanderer. Hannelore Lindner ist vor fast 40 Jahren mit ihrem Mann hierher gezogen und hat das Blatt gegründet. In dieser Zeit hat sie viele Auswanderer kennengelernt, die gescheitert sind. Wer zum Sozialfall wird, hat es auf den Kanaren noch schwerer als in Deutschland. Und wenn man hier in Not gerät, steht man ziemlich alleine da. Wenn man nicht eine soziale Einrichtung wie die Kirche hier oder Diakonie hat, nicht mal beim deutschen Konsulat, kann man mehr als ein Rückfluchtticket bekommen. Ich sage das immer wieder den Leuten, sie sollen nicht mit Sack und Pack und mit ihrer ganzen Wohnungseinrichtung hierher umziehen und dann feststellen, nee, das ist nichts für mich. Weil viele, gerade auch ältere Leute, haben Probleme mit dem Charakter der Canarios. Manana kennt man ja. Ne? Manana ist in 3 Wochen oder sowas. Die können sich nicht daran gewöhnen, dass sie unpünktlich sind und viele andere Dinge auch. Wenn man wirklich hierher kommt, sollte man auf keinen Fall versuchen, die bürokratischen Dinge auf eigene Faust zu lösen. Das geht also meistens in die Hose.
erstmal aus sprachlichen Gründen, aber vor allen Dingen auch, weil es sehr, sehr kompliziert ist und nicht mal ein Eingesessener alleine damit klarkommt. Derzeit leben rund 50.000 Deutsche auf Teneriffa, Tendenz steigend. Nur 1.000 ziehen pro Jahr wieder zurück nach Deutschland. Es ist ein Riesenunterschied natürlich, hier Urlaub zu machen und hier zu leben. Das ist keine Frage. Und viele Leute kommen mit falschen Vorstellungen. Die haben hier eine Woche Urlaub gemacht und meinen, sie können jetzt hier herkommen und ein tolles Gehalt verdienen, vielleicht vergleichbar mit Deutschland, aber unter Palmen sitzen. Und das ist ganz und gar nicht der Fall. Also das Gehaltsniveau ist sehr niedrig, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Und es ist einfach nicht so einfach. Und was am meisten unterschätzt wird, ist wirklich das Sprachproblem. Weil wenn man hier im Urlaub ist, wie gesagt, man kommt auch ohne Deutsch, ohne Spanisch gut zu Rande. Aber hier zu arbeiten, ist nochmal ein anderes Thema. Und Leute denken, ach, das lerne ich in ein paar Wochen, das geht schon. Aber ohne Spanisch geht es einfach überhaupt nicht. Wir bekommen selbst hier in der Zeitung regelmäßig einfach Bewerbungen, auch von Journalisten aus Deutschland, die sich das so vorstellen. Das würde ich gerne mal unter Palmen arbeiten, aber kein Wort Spanisch sprechen. Also das geht schon mal überhaupt nicht. Schon gar nicht jetzt bei uns in der Zeitung zu arbeiten. Da sind wirklich oft die Vorstellungen, sagen wir mal, schwierig. Also man hat hier, glaube ich, nicht so die Hilfen, die man aus Deutschland gewohnt ist. Also Vaterstaat ist hier nicht immer da. Und Bürokratie ist schwieriger. Wenn man sich hier selbstständig macht, kriegt man eigentlich erstmal nur Steine in den Weg gelegt. Die meisten Deutschen ziehen nach Puerto de la Cruz. Herrlich gelegen und die Infrastruktur ist gut. Viele sprechen Deutsch. Gute Ärzte sind vor Ort und natürlich auch deutsche Makler, die bei der Wohnungssuche und der Abwicklung helfen können. Die Auswahl an Immobilien ist groß. Vom Apartment bis zur großen Finca reicht das Angebot. Die Immobilienpreise liegen bei der Hälfte dessen, was man in Deutschland in guten Lagen bezahlen muss. Doch man sollte nicht vorschnell kaufen, wie Immobilienmakler Joachim Bicac unserem Paar aus Hamburg zu verstehen gibt. Er lebt schon lange auf der Insel und kennt die Tücken beim Immobilienkauf. Also grundsätzlich ist es so, wenn Sie hier eine Immobilie erwerben, können Sie mit 10% zusätzlichen Nebenkosten rechnen bei Erwerb. Die Maklergebühren sind schon eingepreist, die trägt der Verkäufer. Ah ja, das ist ein Unterschied zu Deutschland dann, ne? Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, genau. Die Grunderwerbsteuer beträgt 6,5%. Die restlichen 3,5% teilen sich auf in Notarkosten, Grundbucheinträge und einiges mehr. Das ist aber ähnlich wie in Deutschland, die 10% können Sie auch in Deutschland rechnen. Einen Haus- oder Wohnungskauf auf Teneriffa sollte man gut vorbereiten. Ja, also zwei Dinge möchte ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Das erste ist, eine spanische Steuernummer zu besorgen, die sogenannte NIE, N-I-E. Also eine spanische Steuernummer für Ausländer. Ganz wichtig, sonst können Sie hier überhaupt gar keine Immobilie erwerben. Und als zweite Grundvoraussetzung ist absolut notwendig, dass Sie hier ein spanisches Konto führen. Gerade weil die Courtage vom Eigentümer gezahlt wird, ist es ratsam, Immobilien über einen Makler zu kaufen. Der muss die Besitzverhältnisse des Objektes klären. Das schafft juristisch Sicherheit. Auf zur Wohnungsbesichtigung. Rund die Hälfte der Deutschen lebt nur zeitweise auf der Insel. Und viele haben ihre Möbel gar nicht mitgebracht. Zahlreiche Wohnungen werden deshalb möbliert angeboten. Oft sehr einfach. Wie Sie sehen, es ist ganz einfach möbliert, weil bis jetzt war es ein Apartment zu vermieten. Aber der Eigner möchte es jetzt gerne verkaufen. Und die Möbel bleiben drin? Ja, alles, was Sie sehen, bleibt so, so wie es jetzt ist. Sollen wir weitergehen zum Terrasse? Weil ja, die ist herrlich, die werden Sie genießen. Gerade in den Sommermonaten stehen solche Anlagen oft fast leer. Das drückt dann auf die Stimmung. Schauen Sie hier, was ein herrlicher Blick. Den Pool, den Palmbaum, den Garten. Hier können Sie genießen, oder? Wohnen hier viele Deutsche? Es ist ziemlich international. Es sind 21 Nachbarn und dazwischen gibt es Spanier, es gibt Engländer, aber es gibt auch Deutsche dabei. Ja, das ist schön. Heimatgefühle werden in dieser Wohnung nicht aufkommen.
Da passt so einiges nicht. Ja, die Wohnung ist klein, finde ich. Sind 53 Quadratmeter. Damit verschlechtern wir uns ganz klar. Also ganz ehrlich, das ist mir zu klein. Ja. Und auch die Ausstattung... ist ganz einfach. Das einfach, aber Standard auf Teneriffa. Besser lebt es sich mit eigenen Möbeln. Auch die richtigen Handwerker zu finden, ist auf Teneriffa nicht leichter als in Deutschland. Dazu kommt noch ihr besonderes Verhältnis zu Terminen und Pünktlichkeit. Die Schränke sind schief, hier ist alles abgesplittert. Die Arbeitsplatte, das muss alles neu. Die Küche ist gar nichts mehr. Die Schnäppchenimmobilien sind ihr Geld nicht wert. Die Mängel kann die Immobilienmaklerin nicht weglächeln. Das zweite Objekt rund 20 Kilometer außerhalb von Puerto de la Cruz trifft den Geschmack der beiden Hamburger. Eine moderne und gepflegte Anlage. Wir sind hier jetzt in La Quinta. Und dieses Penthouse kostet nur 199.000 Euro. Noch kein 200.000 Euro. Es ist gebaut worden in 2006. Es ist noch ganz modern. Und diese Wohnung war noch nicht bewohnt. Der Eigner hat es zurzeit für sich selbst bewahrt und erst jetzt verkauft er es. Und dabei kommt noch eine zweite Terrasse da oben. Die Terrassen und der Blick sind toll. Doch Mängel hat die Wohnung auch. Schließlich steht das Penthouse seit 10 Jahren leer. Ein Spekulationsobjekt. Klar wollen auch hier die Makler in erster Linie Geschäfte machen und werden nicht alle Karten auf den Tisch legen. Und bereits beim ersten Blick zeigen sich Schäden an der Bausubstanz. Und beim Öffnen der Wohnzimmertür ist der Handwerkerpfusch sogar hörbar. Ups. Mach Sie keine Sorge, Sie kaufen hier direkt vom Bauunternehmer und er sorgt schon, dass alles tipptopp ist, wenn Sie es kaufen. Also auch die Schäden oben, die in den Fugen, ja? Ja. Ist alles mit? Alles. Das wird tipptopp an Ihnen übertragen, wenn Sie es kaufen. Von den auf den ersten Blick günstigen Preisen auf den Kanaren darf man sich nicht blenden lassen. Die meisten Objekte haben keine Heizung. Dabei kann das Thermometer schon mal unter 10 Grad fallen. Oft stehen auch noch aufwendige Reparaturen an. Pfusch am Bau ist hier keine Seltenheit. Auch ist es ratsam, zu weiteren Maklern Kontakt aufzunehmen, denn gelegentlich wird ein Objekt von mehreren Vermittlern zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Zurück im Hotel ziehen unsere Auswanderinteressierten Bilanz. Resümee Maklerbesuch. Ich habe mich durch die Maklerfirma sehr gut betreut gefühlt. Anders als das, was ich hier in Deutschland kennengelernt hatte, wo meistens dann leider schon der Vertrag unterschriftsbereit dort liegt und mir dann unter die Nase gehalten wurde, ist das hier wirklich liberal gelaufen. Ganz tolle Betreuung, freundliche Beratung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war etwas enttäuscht, dass sie uns gleich am Anfang eine Wohnung zeigte, die viel zu klein war. Die von der Ausstattung her sehr renovierungsbedürftig war. Es ist natürlich klar, dass von der Bausubstanz her, von der Bauart, ein gewaltiger Unterschied zwischen Deutschland und Spanien besteht. Der Standard ist natürlich anders als in Deutschland. In Spanien muss man einige Abstriche machen. Sie hat das dann ganz schnell auch geändert und hat uns eine andere Immobilie gezeigt, die mir, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Das war alles super, dieser Blick. Dann auch Quadratmeterzahl. Wir hatten ja da auch 3 Zimmer gehabt. Man kann da auf der Terrasse zum Beispiel auch die Terrasse überdachen, damit man das Wohnzimmer da vergrößern kann als Wintergarten oder Sommergarten. Etwas irritiert hat mich dort die bestehende Mangellage mit der Tür und mit den Fugen. Das war für mich nicht ganz deutlich, warum das mehrere Jahre dort dann existiert und bei einem Verkaufsangebot nicht vorher beseitigt wird. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, ist die Immobilie auch preisgünstiger. So etwas bekäme man in Deutschland nicht für 190.000. Weil man am Anfang nicht jeden Fehler selber machen muss, ist es gut, sich mit Deutschen auszutauschen, die hier schon seit Jahren wohnen. Die beiden fragen bei der Diakonie nach, wen sie mal so richtig ausquetschen können. Sie bekommen die Adresse von Jutta und Michael Moos. Das Ehepaar lebt seit 5 Jahren auf Teneriffa
und wohnt sehr schön in einer kleinen Parkanlage oberhalb von Puerto de la Cruz. Die beiden hatten Glück, dass ihnen der Besitzer ein Angebot machte, das sie kaum ablehnen konnten. Sie wohnen hier mietfrei. Sie müssen nur das Haus in Schuss halten. Leichte Hausmeisterarbeiten mit Meerblick. Jutta und Michael Muß haben ihren Schritt bis heute nicht bereut. Jeden Tag genießen sie die Aussicht. So etwas würde unseren beiden Hamburgern auch gefallen. Wir überlegen ja auch schon auszuwandern nach Teneriffa und haben uns dann gedacht, wenn das mal schief gehen sollte oder es nicht so richtig funktioniert, ob man dann sich nicht besser einen Plan B oder irgend so noch so einen Koffer in der Hinterhand hat, um dann eventuell wieder zurückzugehen. Hattet ihr das auch? Ausgewandert sind wir ja, weil wir körperliche Probleme hatten, gesundheitliche. Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle gehabt und meine Frau, die hat öfter Migräne gehabt. Und hier auf Teneriffa haben wir eben gemerkt, dass es praktisch nach ein paar Wochen war alles wie vergessen. Ja. Ja, ich persönlich bin hier unwahrscheinlich glücklich auf der Insel und zufrieden, mein Mann auch. Ich war zwischenzeitlich schon mal wieder in Deutschland, aber mein Mann sagt, nö, ich vermisse nichts. Aber wir haben auch in der Vergangenheit sehr viel Besuch gehabt und die kommen eigentlich alle uns besuchen. Aber ich kann mir vorstellen, andere Leute sind vielleicht nicht so offen und haben vielleicht Schwierigkeiten, hier Fuß zu fassen, wenn man kein finanzielles Polster hat. Dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, wenn man hier Arbeit sucht. Denn hier gibt es auch einige Arbeitslose, viele Spanier, auch die jungen Spanier sind arbeitslos. Also mit der Polizei ist es hier so, wenn man die Verkehrsregeln missachtet, da sind die Strafen hier unwahrscheinlich hoch. Einmal verkehrt abbiegen, rund 200 Euro. Einmal nicht angeschnallt, 150 Euro. Ja. Alkohol ist hier sowieso gleich null, kann man sagen. Und anderen Behörden, mit Strom oder Wasser, wenn man da einmal nicht das offiziell bezahlt, dann wird das sofort abgestellt. Wir haben das beispielsweise mal mit der Telefonrechnung gehabt. Da waren mal 3 Cent zu wenig auf dem Konto. Dann hat die Bank das nicht weitergegeben und dann hat die Telefongesellschaft sofort Telefon gesperrt und hinterher das neu wieder vermitteln, hat 50 Euro Strafe gekostet. Ja. Wie ist das eigentlich mit Handwerkern? Gilt da das typische Manjana? Ja, wir haben beide festgestellt, dass die Handwerker hier zwar pünktlich sind, aber nicht so genau arbeiten wie die Handwerker in Deutschland. Ist ja klar, viele sind auch nicht gelernt. Von daher muss man auch ein Auge zudrücken können. Oder man nimmt sich aus Deutschland jemanden mit, wenn man alles genau haben will. Also ich habe das ja beobachtet, wie wir hier einige Sachen repariert haben müssten, was die Versicherung noch bezahlt hat. Und mein Mann hat im Nachhinein dann auch einiges selber gemacht, weil das nicht ganz so genau für uns war, wie es sein sollte. Wer in den Süden auswandern will, hofft meist, dort auch noch günstiger leben zu können. Deutschland ist teuer und für immer mehr Rentner zu teuer. Bekommt man auf den Kanaren mehr für sein Geld? Judith und Rudolf denken weit voraus. Wird die Rente für Wohnen, Essen und Freizeitaktivitäten reichen? Auch für Arztbesuche müssen sie Geld auf die Seite legen. Der Kostenfaktor Lebensmittel und Benzin ist hier unserer Meinung nach sehr, sehr günstig. Denn wir fahren Diesel hier und vor kurzem habe ich hier für 72 Cent getankt. Ja? Eine Tankfüllung 27 Euro. Ich glaube, da träumt man in Deutschland von. Und was hier ein bisschen teurer ist, das sind Käseprodukte. Ja? Wir essen sehr gerne von Fuerteventura so einen Ziegenkäse. Da kostet ein so ein Becher 5,70 Euro. Das ist schon sehr teuer. Aber andere Produkte, Wurstsachen und Brot und sowas, das ist hier verhältnismäßig günstig. Auch wenn das Thema Wohnen für das Ehepaar Muß schnell gelöst war,
haben sie hier über Jahre immer wieder einige Monate verbracht, bis sie sicher waren, dass sie Deutschland komplett den Rücken kehren wollen. Dabei haben sie ganz praktische Dinge gelernt. Seitdem meiden sie beim Einkaufen die Touristenstraßen. Den Ramsch sollen andere kaufen. Die Händler haben sich hier auf die souvenirsuchenden Urlauber eingestellt. Die fragen wenig nach. Und die Sachen gehen ja auch erst kaputt, wenn die Käufer längst wieder zu Hause sind. Gerade bei den Lockangeboten der Elektroläden sollte man vorsichtig sein, damit in der Packung kein Plagiat steckt. Die Preise für Markenartikel sind verdächtig verlockend. This is like this is the battery, yeah, and the mains 95 euro. 95, okay. Yeah. I make it 15% off, 76 euro. 76. Basic. Okay. Make it 70 euro. Go on. Die Krischs sammeln ihre ersten Erfahrungen beim Einkaufen. Es ist schon ein Unterschied, ob man nur Kleinigkeiten für die Urlaubszeit einkaufen muss oder irgendwann einmal alles, was man zum Leben braucht. Erster Kassensturz. Festgestellt haben wir, dass die Markenprodukte von Mode, Pullis, Hosen und so weiter wesentlich günstiger sind als in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann auch noch ins Hinterland fährt, wird es noch günstiger sein. Weil wir hier, wie gesagt, in einem Touristenzentrum eingekauft haben. Und wenn man dann noch ins Inland reingeht, wird es noch günstiger. Das heißt also, da kann man noch mehr sparen. Und wenn man die spanischen Produkte dann dafür nimmt, dann kann man wirklich gut leben hier. Kleidung, Haushaltswaren, Elektronik oder Kosmetika sind deutlich günstiger als in Deutschland. Vorausgesetzt, man kauft nicht in den Einkaufsmeilen der Touristenhochburgen. Aber wie sieht es bei den Discountern aus? Judith kauft gängige Lebensmittel ein, die auch in Deutschland angeboten werden, und vergleicht. So, nun war ich hier auf Teneriffa einkaufen. Erstaunt war ich, es gibt hier ein Lidl. Und wenn wir uns dann die Produkte einmal anschauen, die sind identisch wie die bei uns in Deutschland. Die Brötchen, Mehl, Butter, sogar Bockwürstchen. Wir hier auch noch Kekse. Dann auch Pasta und Milch. Und der ganze Einkauf kostete 6,99 €. Ich habe das Gefühl, dass das hier vielleicht sogar ein Tick günstiger ist als in Deutschland. Was die Preise angeht, hat Teneriffa die Nase vorn. Doch wo lässt es sich besser leben? Wie wohl fühlen sich Neubürger auf der Insel? Auf die Mentalität der Canarios muss man sich einstellen. Einen Gang runterschalten und den Tag genießen. Das fällt nicht jedem Deutschen leicht. Der Rhythmus auf den Kanaren ist ein anderer. Klingt nicht gut. Wie klingt nicht wenn, gut? Wenn du das in der Hand hast, da. Nee. Oha, das ist keine Klampfe. Ich hab so ein Instrument noch nie in der Hand gehabt. Oh. Das ist hübsch, ne? Ja. Nochmal? Ich mach kaputt. So was Filigranes darfst du mir nicht in die Hand geben. Eine Trommel, ja. Judith und Rudolf gefällt der Lebensstil auf Teneriffa. Weniger Stress und Hektik als in Deutschland. Und es gibt hier die kleinen Oasen, die das Besondere am Inselleben ausmachen. Der Markt in der schönen Universitätsstadt La Laguna. Treffpunkt nicht nur zum Einkaufen, sondern auch um neueste Geschichten zu erzählen und sich auszutauschen. Soziale Kontakte werden zwischen Fisch und Fleisch gepflegt
und nicht nur übers Internet. Das Wir und das Miteinander haben auf den gesamten Kanaren einen höheren Stellenwert als in Deutschland. Das Leben findet bei angenehmen Temperaturen auf Straßen und Plätzen statt und nicht hinter verschlossenen Haustüren. Wir haben hier wirklich einen lebenden Markt. In Deutschland sind diese Märkte ja leider vom Aussterben bedroht, nachdem wir hier eine Art Supermarktkultur in Deutschland haben. Hier sehen wir genau das Gegenteil. In erster Linie sind hier natürlich Einheimische zu finden. Ich habe gemerkt, mit Englisch komme ich überhaupt nicht weiter. Das heißt, hier ist wirklich sind die Spanischkenntnisse gefordert. Mit Händen und Füßen helfen alle weiter, immer ungeheuer hilfsbereit. Dieser Markt hat noch wirklich Flair. Der Markt ist gefüllt von orientalischen Gewürzen. Er hat Fisch im Angebot, der getrocknet und gesalzen ist. Und die Michael Jackson-Kartoffeln. Zurück in Puerto de la Cruz, das touristische Zentrum von Teneriffas Norden. Hier haben Ausländer, die Geld verdienen wollen, die beste Chance, eine Stelle zu finden. Hotels stellen auch gerne Interessenten ein, die nicht aus Spanien kommen. Nicht jeder hat so viel Glück wie Hoteldirektor Patrick Feier. Viele Auswandererkarrieren verlaufen anders. Ja, also von meiner Erfahrung her und was ich auch so von Gästen höre, die hier was gekauft haben oder Kollegen, die sich hier niedergelassen haben, auch berufstätige Ärzte, die kommen, ist es schon ein Wechsel. Also nicht nur vom Klima natürlich. Ja, du kommst hier in eine Gegend, wo du ja nicht mehr Heizung oder Pullover in der Früh anziehen musst, sondern du kommst hier in eine Gegend, wo du halt vom Klima her schon total relaxed in den Tag hineingehst. Und das geht auch über in die Personen, die hier leben. Wir sind ein bisschen relaxter als auf dem Festland bzw. in Zentraleuropa. Und wir sehen die Dinge mit ein bisschen mehr Ruhe. Und da muss man sich erstmal ein bisschen drauf einstellen. Das soll nicht heißen, dass hier nicht gearbeitet wird, aber die Prämissen sind ein bisschen anders gesetzt. Du hast auf der einen Seite die unter sich bleiben wollen und die in ihrem Zirkel und in ihren Traditionen leben. Aber so in letzter Zeit insbesondere die Jugend oder so, die so nach uns kommen, die versuchen sich wirklich zu integrieren. Und da gibt es ja hier tolle Möglichkeiten mit Nachtleben, Karneval, Sportmöglichkeiten. Da ist schon einiges geboten, wo man sich, willst oder willst du nicht, integrieren muss. Dennoch bringt das Leben unter Palmen auch Nachteile mit sich. Ja, aber sicher, wenn du auf einer Insel bist, dann die Fortbewegung ist vielleicht nicht so einfach, obwohl es ja, mit, glaube ich, über 140 Städten in Europa Verbindung mittlerweile gibt. Aber es ist nicht dasselbe, wenn du in München lebst und sagst, oh, jetzt fahre ich mal nach Südtirol. Hier fährst du halt nur nach Santa Cruz zur Hauptstadt oder in die Universitätsstadt. Das sind so Dinge, die dich ein bisschen vielleicht einengen oder vielleicht auch am Puls der Zeit zu sein. Ne? Dass also diese Dinge, die historisch passieren jeden Tag, da bist du auf einer Insel schon ein bisschen, ja, es passiert, aber es bewegt mich nicht so sehr. Aber das wären so Kleinigkeiten. Ich glaube, die kann man leicht überwinden mit Internet und ein bisschen Flexibilität. Und was ist das stärkste Argument, nach Teneriffa auszuwandern? Ja, diese landschaftliche Vielfalt, die Insel hat, mit den fast 20 verschiedenen Mikroklimas. Ne? Du hast den höchsten Berg Spaniens und gleich daneben hast du entweder das Atlantik oder hast das Meer im Süden oder du hast die Ostküste mit den Delfinen. Also es ist schon eine Abwechslung, die innerhalb von so einer kleinen Insel, sagen wir mal 100 Kilometer lang, ja, also dass man so viele verschiedene Sachen sieht und machen kann, das ist schon das ist wirklich toll. Eine Attraktion auf den Kanaren ist der Loro-Park. Als kleiner Vogelpark, vor Jahrzehnten gegründet, zählt er heute zu den renommiertesten zoologischen Gärten und beherbergt die größte Papageiensammlung weltweit. Der Freizeitpark ist wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber auf der Insel. Mehr als 1 Million Besucher jährlich sichern 500 Arbeitsplätze im Zoo. Ohne Spanischkenntnisse kommt man im Urlaub hier gut durch. Doch wer ernsthaft ans Auswandern denkt, sollte die Sprache lernen. Nicht jede Apothekerin spricht so viel Deutsch oder Englisch, dass sie versteht, wo es wehtut. Hola. Buenas tardes. Do you speak English? Elite, ein bisschen Deutsch. Oh, toll. Bandscheibe, Ibuprofen 800. Yeah. Das ist jetzt überraschend, denn dafür brauche ich ein Medikament in Deutschland, ein Rezept in Deutschland. Ibuprofen 800 in Tabletten.
ganz toll. Alles zusammen ist 25,26 Euro. Also erstaunlich. Wir haben hier die Medikamente erheblich günstiger als in Deutschland. Da bin ich für das Ibuprofen schon mit der Rezeptgebühr wesentlich teurer dabei. Und dann noch der Service. Hellauf begeistert. Ganz, ganz toll. Das war also unser erstes Tankerlebnis, das wir hatten. Service, wir wurden betankt. Wir haben 10 Liter einfach zulaufen lassen. Der Preis unschlagbar, unter 1 Euro. 10 Liter für 7,89 Euro. Das ist schon enorm. Das macht richtig Spaß, das Autofahren, wenn man es natürlich kann. No. So, wir fahren jetzt weiter zum Onkel Doktor. Wir werden mal schauen, wie die ärztliche Versorgung hier ist und wie weit wir mit unseren Krankenkassenobliegenheiten kommen. Dürfen wir gespannt sein. Ich starte durch. Dies liegt auch daran, dass einige Güter wie Medikamente, aber auch zum Beispiel Autos nur mit 7% besteuert werden. Strom und Kraftstoff werden kräftig von der EU subventioniert. Auch deutsche Ärzte haben sich mittlerweile auf Teneriffa niedergelassen. Viele ältere Menschen haben mehr Vertrauen in die Arbeit eines deutschsprachigen Mediziners. Zudem fallen die Rechnungen niedriger aus als in Deutschland, besonders bei Zahnersatz oder Implantaten. Ganz wichtig aber ist, die Kosten vor der Behandlung zu klären. Zweiklassenmedizin heißt in Spanien noch einmal etwas anderes als in Deutschland. So. Gerade in der Zahnheilkunde gibt es dramatische Unterschiede zum deutschen System. Es ist halt so, dass hier in Spanien generell nur das Zahnentfernen umsonst ist. Also ganz einfach, Zahn krank, Zahn raus. Alles andere müssen die Patienten aus eigener Tasche bezahlen. Das wird vom System nicht ersetzt. Man kann darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht. Ich finde es im Prinzip gar nicht so schlecht, weil dadurch verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen, einfach entfallen. Es kann jeder sich selber um sein eigenes Gebiss kümmern, er kann es bleiben lassen, man stirbt ja nicht davon, wenn man keine Zähne im Mund hat. Und es ist eine einfache Lösung, die im Prinzip auch für Zahngesundheit sorgt. Generell würde ich sagen, dass das spanische Gesundheitssystem und hier auf den Kanaren noch mehr daran krankt, dass insgesamt weniger Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Patienten müssen teilweise jahrelang auf einen Termin warten. Das ist für uns einfach unvorstellbar. Es kommen zum Teil auch arme Leute zu mir, die einfach nicht mehr warten können, weil ihnen irgendwas so wehtut, dass es was gemacht werden muss. Ich verlange von denen nichts, darum geht es mir gar nicht. Aber das wirft ein Schlaglicht darauf, was hier eigentlich los ist. Ja? Wenn jemand auch eine ernsthafte Erkrankung hat, kann es durchaus sein, dass er die Heilung gar nicht erlebt. Ja. Das ist schlimm. Ja. Man versucht an allen Ecken und Enden das zu verbessern. Es wird jetzt ein neues Krankenhaus im Süden hier gebaut. Aber ob das tatsächlich alle Kapazitäten erfüllt, bleibt fraglich. Vor der Behandlung sollte der Patient Grundlegendes wissen. Sonst kann es teuer werden. Eine Zusatzversicherung ist ratsam, nicht nur für den Zahnarztbesuch. Sie brauchen nicht unter einer Qualitätseinbuße zu leiden, weil wir das gleiche Material verwenden, wie ich es in Deutschland auch verwendet habe. Ja, ich habe damals schon Astratech-Implantate verwendet und verwende sie hier auch. Da ändert sich gar nichts. Insgesamt ist es halt so, die Behandlungskosten liegen etwas über der Hälfte der Behandlungskosten in Deutschland. Also so ist es aus der Erfahrung meiner Zeit, die ich in Deutschland selber verbracht habe. Da waren die Sachen fast doppelt so teuer. Die Kosten sind deshalb wesentlich günstiger als in Deutschland, weil es einfach dort in Deutschland viel höhere Betriebskosten gibt. Die Labore sind dramatisch teurer, ja,
Und auch die Praxiskosten eines Zahnarztes in Deutschland sind auch sehr, sehr viel teurer. Und wir können natürlich die Preise deshalb nach unten etwas anpassen, weil wir wesentlich geringere Betriebskosten haben. Überlegen Sie sich, wie Sie es gerne möchten. Sie können anrufen, wenn Sie sich entschieden haben. Dann können wir gleich starten. Einige deutsche Ärzte schreiben im Vergleich zu ihren spanischen Kollegen höhere Rechnungen. Sie lassen sich den deutschsprachigen Service extra bezahlen. Daher lohnt auch hier ein Vergleich auf der Insel. Als Ergebnis nehme ich mit, das ist hier wesentlich günstiger als in Deutschland. Und gerade im Alter wird es natürlich nicht besser mit dem Gebiss. Das liegt in der Natur der Sache. Das heißt, ich kann dann auch sicher sein, wenn das ein und andere nachher repariert werden muss, dass das im normalen Etat abzuwickeln ist und dass es dann eben auch finanziell zu bewältigen sein wird. Judith und Rudolf wollen noch auf den Pico del Teide, das Wahrzeichen Teneriffas. Der Vulkan ist mit 3.718 Metern der höchste Berg Spaniens und bekam einen Platz auf der Weltkulturerbenliste der UNESCO. Während man unten im Meer bei 22 Grad schwimmen kann, liegt hier oben schon mal Schnee. Eine Fahrt mit der Gondel ist ein Erlebnis. Auch für die Einheimischen ist der Naturpark ein beliebtes Ausflugsziel und Wandergebiet. Hier oben sieht man noch einmal ganz andere Seiten der Vulkaninsel. Sind Judith und Rudolf überzeugt? Können sie sich ein Leben unter Palmen rund 5 Flugstunden von Norddeutschland entfernt vorstellen? Wir sind jetzt seit ein paar Tagen auf Teneriffa, um das mal abzuchecken, wie es ist, wenn man seinen Lebensabend hier verbringen möchte. Ich persönlich finde es super, ich würde es machen. Vom Essen her würde ich sagen, das deutsche Essen, naja, aber ich komme ja dann nicht hierhin, um deutsch zu essen, sondern das Essen von Teneriffa ist super, schmeckt sehr lecker. Und wohnungsmäßig muss man vielleicht auch ein paar Abstriche machen, aber ansonsten ist es eine wunderschöne Insel, das Klima ist toll. Also für mich wäre es das. Hier würde ich hin auswandern. Wie siehst du das? Wir haben hier durchweg freundliche Menschen kennengelernt, gut gelaunte Menschen kennengelernt und ungeheuer viel Hilfsbereitschaft erfahren. Ein Gnaddelbüdel habe ich in der ganzen Zeit nicht gesehen. Ich denke, das liegt auch ganz doll am Wetter, denn wir haben hier angenehmste Temperaturen. Es gibt keine brutige Hitze und für jemanden beispielsweise mit rheumatischer Erkrankung oder Gelenkproblem ist das hier wirklich sehr, sehr zuträglich. Wir haben durch das Maklerbüro eine fantastische Betreuung erfahren, haben Restaurants kennengelernt mit ganz tollen Speisen. Ich nehme durchweg positive Eindrücke mit und würde für mich allerdings ganz klar feststellen, dass es das A und O ist, die spanische Sprache zu können. Wenn ich hierher komme, muss ich die spanische Sprache mindestens gut können, um richtig hier Fuß fassen zu können. Und deshalb hätte ich eine etwas andere Einstellung als meine Frau an den Tag gelegt. Und zwar 4 Monate Probe wohnen, ja, aber gleich den endgültigen Schritt, nein. Das würde ich so mir in dieser Konstellation noch nicht zutrauen. Und diesem Ratschlag kommen auch immer mehr Deutsche nach, die auf Teneriffa wohnen wollen. Gerade für fitte Rentner mit finanziellem Polster bietet die Kanareninsel eine attraktive Alternative für den neuen Lebensabschnitt. Wer hier jedoch auch arbeiten möchte, muss viel Durchhaltevermögen mitbringen. Judith und Rudolf wollen jetzt ernsthaft überlegen, wann für sie das Leben unter Palmen beginnt.